Radieschen. aber seid sanft zu mir. Weißt du, sag die mit dem Hackepeil. Seid Pull, sanft mit zu Pull-Moll, mir. Mit Pull-Moll sag ich schon. Mit Pull-Moll. Mit Pull-Moll. Per Woll gewaschen, bitte. Sanft. Ich werd das bei Gelegenheit mal versuchen. Wasch mir die Klamotten doch mal mit Pull-Moll. Sieht bestimmt interessant aus danach. Oh Gott, ja, viel Spaß beim nachher anziehen. Wenn es überhaupt noch geht. Es klebt überall. Und die Waschmaschine. Die Waschmaschine ist ein bisschen voll im Arsch. Dann hilft auch kein Kalgon mehr, ne? Waschmaschine lebt länger. Lebt länger bevor Pull-Moll. Nicht mit Verwoll, Mann! Mit Kalgon. Kali, kein Kaffee mehr. Absolut kein Kaffee. Ich glaube, ich sollte mal für so eine Session mal einen Kaffee trinken. Mal gucken, ja, Vara, müsstest du echt mal. Ja. Komm zu mir, wir trinken zusammen Kaffee und dann passt das. Alter, dann ist das aber sowas von anstrengend für die Zuschauer. Das kann ich jetzt schon. Ich wüsste gar nicht, wie viel Kaffee ich dann trinken würde. Müsste. Ich trinke keinen Kaffee. Schwarzer Tee geht auch. Och nein. Ich kann nichts anderes als den. Und den kann ich auch nicht, also. Ist es dunkler geworden oder ist aber nur ein bisschen, dass ich mal ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen Chancen habe. Ah, natürlich. Findest mich eh wieder als erstes. Hi, danke für die Punkte. Ach, das ist Vega. Tür, ja. Nein. So, ja, nimm die Punkte wieder zurück. Gut. Tauschen wir uns hier aus. Ich hätte doch weggehen sollen. Danke, Vega. Ding, 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 ding. Boah, ich freue mich, wenn ich 15 bin, dann kann ich endlich zwei Perks einpacken. Ich freue mich auch. Das ist anders, wenn ich 15 bin, dann hole ich meine neue Schuhe. Andere freuen sich, wenn sie 18 sind, sie freut sich, wenn sie 15 ist. Ich bin geistig 15, so. Wo stehe ich denn hier vor? Ich liege plötzlich. An der Wand. Ja, ich jammer hier vor mich hin. Gibt's jemanden, der mich... Kann ich mal meinen Bubu besser küssen? Wer will deinen Bubu küssen? Besser küssen. Ob das jemand möchte. Bist du weit weg? Vara macht es gut mit dem Glockengeläute. Mhm. Machst du das mit den Tönchen? Jedes Böhnchen hat ein Tönchen. Ich mach genug Tönchen für mich alleine. So. Okay, brauchen wir immer noch Generatoren? Ja, ich bin die Einzige, wo ihr Generatoren macht, glaube ich. Und ich bin halt an einem. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, jede Erbse einen Knall. Nee, der Generator auch. Huch. Hallo, Vara! Tschüss, Vara! Hui! Hui! So. Oh, Mann! Du hast als Klingelton, dann hab ich immer Angst, wisst ihr? Was hast du als Klingelton? Nee, das mach ich mir als Klingelton, dann immer so... Oh, danke für den Schubser, Vara, danke. Bitte. Oh, jetzt bin ich voll schnell. Ich bin der nicht mehr. Ich bin der Flash. Ich bin Barry White oder wie der heißt. Barry Allen. Ich bin Barry Allen. Oh, hängst du mich an die Tür? Oh, cool. Tschüss, Vara. Oh. Versuch's einfach nicht mehr weiter. Natürlich. Oh. Ja, irgendjemand hat dich ja da runtergehangen und ich will wenigstens ein Quotenopfer. Tut mir leid. Besser. Ja, bitte. Wieso muss ich das Quotenopfer sein? Ja, weil die anderen mir nicht vor der Flinte kommen. Ich bin kein Quotenopfer. Dankeschön. Ja, Speaker wollte ja schon nicht.
Wacht er mittendrin auf? Gerade wenn es gut wird, ja. Oh Mann. Mein Generator. Mein Generator. Oh, Booty. Mm. Booty. Booty, 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 booty. Mm. Shake your booty. Shake your booty. Shake, shake, shake your booty. Shake, 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 shake. Oh. Ja. Wohl willkommen, Schnee. Das Arm drücken. Noch bist du nicht tot. Noch lebe ich noch. Noch muss ich noch leben. Aber du bist gleich tot. Das bin ich jetzt gleich. Oh, verdammt. Banane. Ich geh dann mal. Leertaste smashen, weißt du. Ja, cool. Bam, bam, bam. Scusi. Wie hackt man doch nie immer so einen Schrecken ein? Kriegt man da Rabatt, wenn man sich eine neue Tastatur kauft, wenn man sagt, ich hab Dead by Daylight? Ja, bestimmt. Es gibt dann spezielle Dead by Daylight Tastaturen. Das sind nur drei Knöpfe, von vornherein verstärkt. Leave me be. Ich will. Ich will einen schöneren Haken. Tot, dann kann ich will einen schöneren Haken. Nein, okay? Mir ist egal, an welchen Haken du kommst. Hauptsache, du bist jetzt gleich tot. Ich will einen ey. Schöneren Haken, Mami. Ich will einen schöneren Haken. An dem war ich schon erst. So, tot. Jetzt gleich ist Toggi dran, du Bitch. What? Der Haken ist ab, nicht ne? schön. Nein. Der war nicht pink. Wieso ich? Weil du sie runtergeholt hast. Darf man nicht so eng sehen. Oder Svega. Da würde ich natürlich auch nicht nein sagen, mein Süßer. Ja, komm her! Oh ja, das muss ja aber fein! Ja, komm mal, ich mal bitte alle gleich aussehen. Komm her! Komm her! Ja, komm! Alter, das ist kein Hund! Doch! Das sieht so aus wie ein hübsches Pet, aber das ist kein Hund. Ja, Moment mal, Bara hat ja einen ziemlich großen Knochen in der Hand, also. Oh Gott! Ja, und das ist das Einzige, was an diesem Killer groß ist, ja? Du hast mein Dings gefunden. Außer deine Beine, ja. Meine Füße, ja. Ja, das stimmt. Das sind wirklich Stelzen. Ja, never skip leg day, ne? Svega, mein Schnuckelmäuschen. Lang nicht mehr gesehen. Guck mal, da vorne ist ein Haken. Ja! Da steht dein Name drauf. Ja! Und schwuppsiwupps. Shit, geht nicht. Togi, ich hab dich noch nicht gesehen. Wo bist du? Tu nicht so, du bist bestimmt in der Nähe von Svega, Alter. Ja, wir müssen uns absprechen. Ja, ja. Business Meeting oder so. Verdammt. Gibt's da Donuts und so? Boah, ich will auch Donuts. Aua. Aber ja, du Bitch, Donuts. Du kommst jetzt aber sowas von auf dem Haken. Was sind wir denn heute hier für Töne und so? Ja, das regt mich gerade voll auf hier. Soll ich dein Bubu besser küssen? Och man, jetzt hab ich's Svega fast gehabt. Nee, nicht tut, mal hier. Tut mir leid. Geh gleich in den komm Keller her, und schau eine Runde. Wusste, du hast doch Quotenopfer schon. Außerdem, das hat ganz schön wehgetan. Kannst du das nächste Mal etwas weniger fest zuhauen? Oder direkt Schluss machen? Ja, oder das. Er wusste. Mein Herz, mein Truppe. Jagt die mir so einen Schrecken ein. Danke. Achso. Ja, Gott, im Himmel gibt's nur Wasser. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber frisch aus der Leitung, ne? Kaum extra eine Leitung in die Hölle gelegt, wa? Ich hab schon Penthouse in der Hölle. Echt jetzt? Ja, echt mal. Irgendwie, ich sitze eigentlich auf dem Thron, also irgendwie. Bin ich falsch abgebogen irgendwie. Oder noch im Wartesaal, wer weiß. Ich camp demnächst auch. Campen ist nicht nett. Ja, und? Vom Haken springen auch nicht. Nicht campen, glampen. Das ist viel fancier. Mhm. Ja, meine Au-pair-Familie hat geglampt. Oh mein Gott, das wollt ihr euch nicht vorstellen. Das Zelt so groß wie der Garten, ja. Oh, ey. Konnten 8 Mann drin schlafen in dem Zelt. Wieso? Stell dich in den Keller und spiel mit deinen Glocken. Ja, mach ich gleich auch. Oh. No need to. Oh. Ah.
Scheiß. Genau, hau dir das Ding vor dir selbst weg. Zu. Verdammt. Ja, ich hab Prioritäten. Erst Vega, dann du. Oh mein Gott. So, jetzt bleib ich hier, sonst bist du weg. Sorry. Das muss jetzt sein. Huch. Auch am Arsch der Welt, Vega. Bringt also auch nichts vorbeizukommen. Scheibe. Wieso funktioniert das Ding nicht? Was machst du da? Aua! Hallo? Du umarmst dich gerade selbst. Cool. Falsch abgewogen. Entschuldigung. Sage mal. Geh weg. Kusch. Hast du es, Toggi, oder? Ich warte. Das sieht schlecht aus. Ich glaube das jetzt nicht. Hallo, wir haben von einem Quotenopfer gesprochen, ja? Hier, drei Quotenopfer gehört. Ja, drei Quotenopfer. Aber erst mal jammern. Ja, erst geh mal jammern. Geh in den Keller, bitte, geh in den Keller. Nö, da müsste ich ja noch viel zu lange laufen. Ich will dich jetzt hier auch schon aufpassen. Es ist jetzt noch so... Mann, war mein Mikro irgendwie die ganze Zeit aus? Ja. Vielleicht. Ja. Wir haben vielleicht. Dich nicht gehört. Das ist ja toll. Dupi, ja. Ne? Kämpft ihr schlag bei dir, mich doch. Ja, ich kämpfe. Ich will jetzt mein drittes Opfer haben. Sorry. Das finde ich nicht nett. Dabei hatte ich so viele erotische Gespräche mit Marien. Toll. Tja, die waren alle sehr einseitig. Ja. Du hast das Gefühl, dass das wichtig ist. Ich hab irgendwie so was Feuchtes, weißt du, so. Oh Gott! Bitte sucht euch ein Zimmer, ernsthaft, oder eine andere TL-Stelle. User web moved. So. Komm, gib's zu, du stehst doch drauf. Ja, du hast mir meinen Zwäger entrissen. Kannst du wieder. Da musste ich dann noch was zuschlagen. Ich hab entrissen, zweimal, so. Ja, aber was Zwäger ist noch eine ganz andere Nummer, ja, also... Aha, ja, Moment mal, das geht dann irgendwie so eine Dreiecksbeziehung. Oder was? Jetzt geht's, tschüss.